Hallo, ich bin Dusan Wegner. Ich verwende manchmal das Wort Dummheit und ich verwende es bewusst. Ich will ganz genau angeben, was ich mit dumm und Dummheit meine. Ein Beispiel. Schon längere Zeit sage ich, und ich bin damit wahrlich nicht allein, dass das Verhalten der deutschen Regierung und die Aussagen des deutschen Staatsfunks dumm sind. Und einiges mehr. Ich sage sogar, dass die Grünen eine Partei der politischen Dummheit sind. Oder auch, die gefährliche Ideologie der offenen Grenzen und die Verharmlosung der Corona-Krise sind beide dumm. Ist dumm nur eine Beschimpfung ohne inhaltliche Aussage? Dumm kann eine bloße Beschimpfung sein. Von Linken erleben wir dumm nicht selten als Synonym für andere Meinung oder Kritik an linker Ideologie. Ich kann präzise angeben, was ich meine, wenn ich dumm sage. Und zwar, ein Gedanke oder eine Handlung sind dumm, wenn die tatsächlichen Kausalitäten ignoriert werden. Aus dem Fenster im zweiten Stock zu springen, aus Spaß und dabei zu ignorieren, dass man sich die Beine brechen wird, das ist dumm. Die Grenzen offen zu lassen und dabei zu ignorieren, dass auch nicht so nette Leute ins Land kommen könnten, das ist dumm. Zu glauben, dass ein Virus schon nicht so schlimm sein wird, weil man doch durch seine angebliche Moral auf magische Weise geschützt sei und also keine Vorbereitungen treffen muss, auch das ist dumm. Die Dummheit von Menschen ist die Eigenschaft, nicht über Konsequenzen nachzudenken. Notiz am Rande: Gutmenschentum enthält Dummheit, denn der Gutmensch handelt nach moralischem Bauchgefühl und ignoriert die Konsequenzen seiner Taten oder bürdet die Konsequenzen anderen Menschen auf. Die offene Grenzenpropaganda von 2015 oder die brandgefährlichen Beschwichtigungen von 2020, der deutsche Staatsfunk erzieht das Land zur Dummheit. Dumm nennen wir oft einen Menschen, der aus Ideologie oder Faulheit nicht über Konsequenzen nachdenkt. Dumm zu sein ist meist keine biologische Eigenschaft. Von Natur aus langsame Menschen haben auf schmerzhafte Weise gelernt, dass sie langsam sind. Sie wissen es, also handeln sie oft vorsichtiger, bedächtiger und also klüger. Demgegenüber, ein intelligenter Mensch, der sich auch nur für 1% schlauer hält, als er wirklich ist, der kann in Wahrheit schrecklich dumm sein. Kennen wir nicht alle solche Typen, die eigentlich intelligent, aber tatsächlich ganz schrecklich dumm sind? Seid nicht dumm, seid klug, bedenkt die Konsequenzen. Es gilt auch heute, am Ende gewinnt immer die Realität. Wer klug ist, wer klug handelt, der hat früher oder später die Realität auf seiner Seite. Doch bis dahin muss er die Dummheit der Dummen abwehren.